Hoch, kann ich nixen? Das Gas meint. Weiter zur Sicherheit. Na, du kleines Früchtchen, Floyd? Du Früchtchen? Na? Na? Glaubst du eigentlich, habe ich mich gerade gedacht? Glaubst du, man kann oder. Ja, glaubst du, man kann beeinflussen, auf was für einen Typen man steht? Meinst du einfach so. Also, was man präferiert einfach? Ja. Oder woher das kommt? Also, ob man das quasi irgendwie. Irgendwann mal so mäßig eingetrichtert bekommen hat? Oder ob man irgendwas aus der Kindheit. Ja, viel halt gesellschaftlich, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, also es ist ja, es gibt ja schon einen Typ, wo Leute mehr, also wo mehr Leute draufstehen. Es gibt ja so dieses, mäßig so dieses Schönheitsideal und da stehen ja dann schon sehr viele drauf. Mhm. Sowas kommt halt gesellschaftlich, ne? Ansonsten, boah, ob man das beeinflussen kann? Schwierig, ich glaube eher weniger, oder? Also glaubst du, du hast von Geburt an quasi diesen Typen, auf den du, also den du präferierst? Und der ändert sich dann mit der Zeit nicht mehr, oder? Ich glaube, das kommt irgendwie durch äußere Einflüsse. Ja? Ja. Also ich glaube nicht, dass man das von Geburt an hat, aber ich glaube auch nicht, dass man das wirklich selber individuell steuern kann. Ja. Glaube ich nicht. Ja, das steuern kann, glaube ich auch nicht, aber die Frage ist halt, ob man das halt quasi. Ob man jetzt quasi einen so mäßig, man gebärt ein Kind oder als Experiment so mäßig. Okay, wir wollen jetzt, dass der jetzt unbedingt auf, keine Ahnung, Brünette mit braunen Augen steht, so mäßig. Mhm. Ob man das irgendwie mit der Erziehung oder generell steuern könnte. Das würde mich ja, doch, ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt könnte man das schon steuern. Glaubst du, ja? Vielleicht, wenn man immer wieder so unterschwellig halt. Ja, so sagt, das ist hübsch, so. Ja, oder halt auch irgendwie auf Bildern immer nur diesen Typ. Ja. So, wenn man dem Kind irgendwie Bilder zeigt oder keine Ahnung was. Also ich glaube schon, dass man das, in der Art kann man das, glaube ich, sicherlich steuern. Das ist halt einfach Manipulation, ne? Mhm. Also, ob sich dann vielleicht irgendwann etwas entwickelt, was man dann wirklich selber so innerlich fühlt, ohne Einflüsse, das weiß ich nicht. Ob das, sich das dann quasi nochmal ändert. Aber also, so steuerbar ist es, glaube ich, schon, ja. Selbst bei mir. Ja, über dir. Und bei mir auf der Seite auch noch. Ich hab deinen Weak. Auf dem Dach, oder was? Deiner ist über dir. Auf dem Dach? Ja. Dann hab ich ihn jetzt. Der ist noch. Und der bei mir ist Weak. Ich bin cracked. Ah, der ist auch auf dem Dach. Ja, bei mir. Ja, soll ich nochmal zeigen, dann hab ich ihn. Du wärst runtergesteppt, oder? Er sniped auf mich. Er ist hier nicht mehr. Okay. Ich habe eine Tür gehört. Okay. Er killt sich mit seiner S-Mine selber. Stark. Ich hab gesniped. Ist auch so stark, dass man die S-Mine nicht abwehren kann. Wieder gesniped. Hä? Wie sieht der mich? Ich hab den Sniper von hier links gehört. Kann das? Der sniped irgendwo genau auf der anderen Seite. Hydro sniped der. Ach so, okay. Ich seh ihn aber nicht. Ich sehe keinen Glint. Es ist ein Rätsel. Du hast ihn anscheinend gesehen. Nee, ist ein anderer. War nicht der, der auf mich gesniped hat. Digga, ich fühl's. Irgendwie bin ich einfach vom Grund auf ein Sniper. Ich mag das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mag das irgendwie viel mehr als mit so einer Rickgun. Du fühlst die Sniper, ja? Ja, obwohl die halt nicht One-Shot-Dead-Shot ist, aber ich fühl das irgendwie viel mehr. Ist das ein Bot-Heli? Nee. Die auch rausgesprungen. Ich fühl das viel mehr zu snipen. Ich weiß auch nicht. Die pushen mich? Ja. Über Geeks, ganz, ganz schlimme Geeks. Er ist alleine. Hab ich komplett gefickt. Nice.
Danke. Moin Michi. Man kann in der Erziehung sicherlich beeinflussen, aber ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt eine schwere Frau attraktiv finden würde, nur weil ja, von, ich meine von der Kindheit an, ne? Ich meine, es gab ja auch eine ganze Generation, die so auf Körperbehaarung stand, so, weißt du, ich meine? Ja, oh, ja, safe. Fällt mir gerade ein. Das war ja, ja auch komplett gesellschaftlich quasi gesagt. Ja, das ist halt komplett so diese, wer entscheidet Mode, weißt du? So, das ist ja auch komplett Beeinflussung. So, Leute mit Einfluss tragen etwas, du willst es auch tragen und so entwickelt sich das. Also. Kannst du mir noch Geld legen? Ja. Muni, hast du noch? So, also die ganze Generation über mir findet ja so Körperbehaarung nice, so. Also. Ja. Das ist ja, es kann ja nicht, ist ja jetzt nicht auf einmal, jo, jetzt sind alle, jetzt ist die andere Generation geboren und die feiern Körperbehaarung auf einmal gar nicht, so zufälligerweise. So, das ist ja. Ja, ja, das entwickelt sich einfach. Ich denke schon, dass man das irgendwie beeinflussen kann. Ja. Hey, Bro, die haben irgendwas verändert an der Spawnrate. Ich habe auch wieder eine Konterdrohne dabei. Ja. Irgendwas ist hier falsch. Ja. Die Form ist ja. Ja, schon wieder. Digga, hä? Hallo? Feindliche Konterdrohne auch. Video. Ich hab die zerstört, die stirbt hier genauso schnell wie in Multiplayer. Schade. Bei mir, macht ja richtig Sinn, sich das Ding zu kaufen. Ja. Guck mal. Draußen? Lala! En face là. Là ça court là. Là. Vor uns im Haus 2. Knockt einer. Oh, ich mach mich an der. Im Haus oder der links? Im Haus. Die Push. Okay, der andere war links an der Mauer hier. Ich aim grad nur ab. Ist maybe auch ins Haus gegangen. Wir bringen Grün. Wieder eine Konterdrohne. In der Gym. Nein. Il est crotchin. Den anderen? Oh, son deuxième pote, il est arrivé. Einer sniped von der anderen Seite. Wie nervig ist denn die Scheiße, Bro? Ja. Dann gesniped. Ja, das ist der sniped. Ja. Wer feiert Körperbehaarung? Also, die Generation meiner Mutter feiert Körperbehaarung. Safe, das ist doch gar nicht so lange her, Chat. Das wisst ihr doch aber auch. Ist es bei dir auch so, dass sie das nicht? Hier sagen wir zwei Generationen bei mir, von mir aus auch. Meine Waffe ist Single Shot. Was passiert jetzt? Hier und da. Okay. Ja, ich lasse da den links. Hey, klar, so 60er, 70er, hey. 80er. Einer war noch da drin. Ja, der ist one, der andere. Der andere hat safe gehabt. Nochmal safe gehabt, cool. Zweimal safe einfach gehabt. Let's go. Also man kennt ja die ganzen Bilder, wo alle schön dick Achselhaare und sowas haben. Ja, eben. Hat der Rappi aktuell auch, weil er sich wieder nicht um sich kümmert. Schaut auf. Ein dummes Stück Scheiße bin. Allein, guck dich mal. Vergleich doch mal. Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel. Aber ihr kennt es sicherlich. Ja, ich jetzt, das. Schaut euch doch mal ein Porno von damals an und jetzt ein Porno an. So von der Frau. Ja. Also, das gefällt dir, ne? Wieder gekauft auf der anderen Seite. Kleinen Bildungsauftrag. Und mein Prezi ist im Shop drin. Nice. Ja, das ist cool. Das Gas kommt. Das Gas verlagert sich. Erwartet eine baldige Trennung. Rücke vor. Ja, ich habe noch nie ein Porno gesehen, genau.
bin fast 26 und muss sagen, lieber glatt als haarig. Ja, du bist ja auch meine Generation, du bist 2 Jahre jünger als ich. Ja, ja, älter, sorry, älter, 2 Jahre älter als ich. Ich rede jetzt hier von, keine Ahnung, 50-60-Jährigen. Da war es halt in behaart zu sein eher. Über mir? Zielgebiet markiert. Beschuss freigegeben. Verstanden. Longbow 3-1 ist bereit. Über mir sind Leute. Ja. Komm ich zu dir. Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug. Ja, ja. Älteren finden das nice. Irgendwie unter mir. Brauchst du Hilfe? Oder kriegst du alleine? Weiß ich nicht. Ich geh mal. Ich bin tot, glaube ich. Schaffst du schon. Ja, schaff ich schon. Schaffst du. Ich glaube an Z-Rabi. Und Z-Rabi tot. Ich, ja, würde ich nämlich auch sagen. Ich würde nämlich sagen, dass es schon gesellschaftlich irgendwie leitbar ist oder erziehungsmäßig oder wie auch immer, worauf man steht, oder? Was man so präferiert. Würde ich jetzt einfach mal, das ist jetzt einfach mal eine These, die ich so raushaue, ohne jetzt mich mit dem Thema auch überhaupt befasst zu haben. Aber ich würde halt das halt Rabbi direkt gut, als erstes Argument quasi anführen. Ich sag Körperbehaarung zum Beispiel. Nee, ich werde böse sein. Ich habe übrigens gewonnen wegen Headshot-Multiplikator. Na, nee, weil du der Beste bist, Z-Rabi. Jetzt red dich doch nicht schlecht, Mann! Ja, Mann, okay, ich war gut, Mann! Ja, gut, du hast sie geknallt! Ich hab's richtig schön gemacht! Mann! Das Lustige, es wird wahrscheinlich immer wieder... Ich könnte mir echt vorstellen, dass es immer wieder so ein Wechsel ist. Erst stehen, jetzt steht man wieder drauf, quasi rasiert zu sein. Ja, das haben ja Felix und Tommy auch gesagt. Ja. Safe, safe. Also bei der Mode, also das sagen die ja über Mode, aber ich denke mal, dass bei so einer Sache halt auch so ist, weißt du, was ich meine? Ist ja quasi auch eine Art Mode, wenn du so willst. Ja? Ne? Also ist ja auch eine... Ja, also ich finde, es ist schon so eine Modeerscheinung, ob man jetzt wieder auf Behaarung steht oder nicht. Also ist ja auch einfach nur so eine ästhetische Sache. Ja. They took everything, bro. These motherfuckers. Oh. Wo sitzt er drin? Ich habe kein Geld für eine Drohne. Where are you hiding, man? Show yourself, please. Are you on the roof? Ah, I see, I see. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Nee, ist er nicht. Ah, no, you're not on the roof. There you hiding. Oh, die Drohne hat mich gerade wirklich viele Nerven erspart, dankeschön. Das freut mich, Kussi. Kopfgeldziele aktiv. Schaltet sie aus. Wir spielen in anderen Circuits. Scheiße, hier kann überall einer sein. Ihr seid weit von der Sicherheit.
Sicherheitszone entfernt. Ihr solltet. Bro, bei der Time to Kill wird er mich jetzt töten, wenn er mich einfach nur abaimt. 1000%. Scheiß auf ihn, Alter. Bernd. Das Brot. Berndi. Bernda. Ich muss so viel TikToks machen, die ich aber nicht mache. Ich Idiot, ey. Ich vergesse es jeden Tag. So eine Scheiße. Scheiße. Gute Frage, ne? Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Vorsicht, das Gas vereint sich. Bereit machen für Kontakt. Verbündeter Präzisionsluftschlag im Einsatzgebiet. Oh ja. This guy's playing like Floyd, I love you, bro. You have two options. A, yeah, what are the options, son? A, I'm gonna leave. Or yeah. B, I'm gonna kill you. What do you want? Yeah, please leave, bro. I love you. Okay. I leave, bro. Please. Okay, bye bye. That's the right answer! But he's playing like. He's playing a TV game show. Yeah, actually, I think he's leaving me. Hopefully. Wait, the guy playing like a yes, TV I'm game. Leaving! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Are you killing me, man? Yeah, I'm going. I go away. Bye bye! Thank you. Okay. Ah, nice. Ich hab grad mit dem Killauftrag gelabert. Ja? Ja, ich meine, es hat wirklich, also gerade hat es wirklich perfekt funktioniert, ne? Das war wirklich sehr nice. War er nett? Ja, er war sehr nett. Okay. Also, deswegen hast du ihn auch gelassen, oder was? Ja, deswegen hab ich ihn auch am Leben gelassen. Ich meinte so, also ich hab Werbeminär-Musik abgespielt, ne? Mhm. Ja, er ist so übergelacht, hat mit seinem Teammate geredet. Und da meinte ich so zu ihm: Okay, das, wir haben jetzt zwei Optionen. Antwortmöglichkeit A, ich gehe. Oder Antwortmöglichkeit B, ihr müsst jetzt leider beide sterben. Und meinte er: Ja, ich lieb dich und so weiter, geh bitte. Und dann bin ich gegangen. War er Deutsch? Nee, nee. Okay. Ich glaube Engländer. Wo ist der Typ, den ich hier suche? Konterdrohne, geil.
Dieser Headshot-Schaden ist fair. Oh, wir sind endlich wieder in derselben Zone. Nice. Nice. Cool. Cool, yippie. Endlich wieder mit Rapid zusammenspielen, nice. Und die Drohne ist natürlich schon weg. Das waren Katastrophen, ey. Schade. Hä? Ist eine Nuke? Was? Hat die eine Nuke gezündet? Wieso? Hörst du den Sound nicht? Nee. Das wird bei dir ein Nuke-Sound abgespielt, oder was? Ich schwör... Hä? Bro, das hat sich angehört, als wären wir jetzt gleich genuked. No joke. Ich kann dies. No. Zielgebiet markiert. Halt. Der Schuss freigegeben. Fucking Alarmsirene. Hat sie was in-game gemacht, oder was? Nein, nein, das kam von der Map, Bro. Okay. Deswegen meine ich ja, das ist ganz weird. Wo hast du eigentlich gerade die ganze Zeit auf die geschossen? Weil ich höre immer deine Schüsse über dein Headset. Schade. Einer springt hier ab. Ja. Hier unten gelandet und einer ist unten reingegangen. Bei mir haben beide Self-Drive natürlich wieder. Ist auch sehr geil, die Neuerung. Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone. Ja. Kommt, glaube ich, vom Gefängnisausbruch. Oh, das kann sein. Ah, dann hättest du das Geräusch ja auch haben müssen. Land einer. Hi. Digga. Hier ist aber noch wer drin. Ja, sein Mate wahrscheinlich. Ja, und me. Wechsel. Lederlappen. Dann noch einer. Er nähert sich. Kommt man hier raus? Nein, ich glaube, wir müssen. Ja, wir müssen nach oben. Ah, hat keine Waffen gehabt. Das Gas nähert sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Auf dem Zug, auf dem Zug, auf dem Zug. Nice. Nice. Einsatz unter den besten 10. Gut gemacht. Wollen wir auf die Brücke? Du und Juke weiß ich gar nicht bestimmt, safe. Ich, oh mein Gott. Ich würde auch sofort snipen. Weil die sitzen beide oben auf dem Turm. Haben die an, maybe? Ja, ja, die haben an. Die haben ja, komplett an. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe sofort gemerkt. GG. Hackers vs. Hackers schreibt Lederlappen. Ja, ja. Ja, nice. Die Hacker spielen immer mit der Dingsbums, mit der Signal, weil die so schnell schießen können. Nice, cool. Ja. Kann mich die ganze Zeit durch diese Brücke hitten? Ja. Macht der Prezi auf mich? Oh Mann, Jungs, ihr seid so billig, Digga. Ihr seid so billig. Ihr seid so billig. Oh. Schon wieder ein Hacker. Schon wieder ein Hacker, Bro. Es ist genauso schlimm wie wir Dansk am Ende. Wir haben wieder einen Hacker. Schon wieder ein Hacker. Bleib bitte drin. Ja. Ich hatte sogar eine gute Runde. Wir hatten beide eine gute Runde. Ja.
Es ist wieder wie in Verdansk. Wir haben sogar Splitted Circuits gespielt, richtig schön. Es ist wieder Hacker. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat einfach so viele Kills wie wir beide quasi. Also Ricochet funktioniert gar nicht. Cool. Nee, funktioniert wirklich null. Wow. Ganz und gar nicht. Schöne, geile Runde wird zerstört wieder von Hackern. Nice. Wir hätten jetzt ersten Platz, zweiten Platz, wieder ersten. Wir hätten das safe geholt, sag ich dir. Digga hat nur 14 Kills. Wir haben, also du hast 13, ich hab 12. Er ist so. Ja. Wieso sind die Hacker sind ja doch mal so schlecht, ne? Chat, man kann nicht melden. So das ist ja das Schöne. Er ist überletzte Spieler. Bro, hast du gesehen, wo er durchschießen konnte mit dem Ding? Ja, ja. Die Brücke durchschießen können bei mir. Und da hat der Prezi. Ja, die Wallbangs in dem Game sind sowieso ganz komisch. Und wieder Prezi. Ja, er hat so viele Prezis auch gesammelt, ne? Nee, es ist so unangenehm, Mann. Imagine, er holt das nicht mal. Ah, 2-1, ja, okay. Bro, auch einfach um 8.30 Uhr, ne? Setzen die sich ja in die Lobbys und hacken. Oder er hackt, sein Mate hackt, glaube ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich fasse es wirklich nicht, ja. Nice. Wow, cool. Cool. Es ist genauso schlimm wieder zu Ende Verdansk. Es gibt wieder in jeder fünften Runde einen Hacker. Nice. Oder sagen wir jeden Tag einen Hacker. Gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja, also jetzt wird sich das rumsprechen, jetzt wird das noch schneller mehr werden. Ja, safe. Wow. Ja. Nice Baby Gorilla. Hast du super gemacht. Hast du klasse gemacht. Ach, Digga.